So, Freunde, ich würde sagen, wir gucken mal, ob man von hier schon was erkennen kann. Ja, kann man. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie einen Eingang finden. Oha, was haben wir denn hier? Ein Leichentuch in einem, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Becken. Als wenn man quasi die Toten dort reingelegt hat und ihre Körperflüssigkeiten dann dort abfließen sollten. Das ist echt ein bisschen unheimlich. Hey Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Das dort im Hintergrund ist eine alte Kapelle, die wir zufälligerweise auf dem Rückweg entdeckt haben. Und eins kann ich an dieser Stelle schon versprechen, es wird hochinteressant. In diesem Sinne, viel Spaß und los geht's. Gut, ich würde sagen, wir können ja mal versuchen, hier durchzuschauen. Vielleicht kann man schon einiges erkennen. Tja, es sieht jetzt so auf den ersten Anblick erst einmal alles leer aus. Diese alte Kapelle liegt mitten im Wald und tatsächlich ist es sogar ziemlich unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, ihr hört es selber, man hört einfach nichts, es ist eine totale Totenstille. Gut, hier haben wir den Eingang. Freunde, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Es geht hier auf jeden Fall nochmal nach oben. Ich würde sagen, das machen wir auch mal direkt. Wir gehen mal nach oben. Oha, das ist ja ein bisschen creepy jetzt hier. Man mag hier gar nichts anfassen, aber ich würde schätzen, der hat seinen Kopf irgendwie falsch rum. Wer weiß, was hier für Rituale durchgeführt worden sind. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Voodoo-Puppe. Hier habe ich auch noch zwei interessante Sachen gefunden. Ich würde bald behaupten, das sind irgendwie Füße. Vielleicht von einem Sarg. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, dann geht es hier weiter. Ja, es ist schon ein bisschen unheimlich. Gut, dass es jetzt auch dunkel wird draußen. Was haben wir hier drin? Oh, ganz viele davon. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr da eine Vermutung habt.
Wir sind hier oben soweit fertig. Das war alles relativ unspektakulär. Wir gehen jetzt wieder nach unten und schauen mal, was es hier noch zu sehen gibt. Oha, was haben wir denn hier? Ein Leichentuch in einem, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Becken, als wenn man quasi die Toten dort reingelegt hat und ihre Körperflüssigkeiten dann dort abfließen sollten. Ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber ja, es liegt irgendwo auf der Hand. Es fühlt sich so ein bisschen danach an, als wenn man in einem Horrorfilm ist. Und der Raum, der jetzt kommt, der ist echt abgefahren. So betitle ich das Ganze mal. Ja, schaut euch das doch mal an. Das ist echt ein bisschen unheimlich. So, um das nochmal abschließend zu erklären, dort stand allerhöchstwahrscheinlich dann der Sarg eines Verstorbenen. Hier, wo ich gerade stehe, saßen dann die Verwandten, Bekannten etc. und haben demjenigen dann zu seiner letzten Ruhe verholfen. Wir sind im Grunde genommen hier auch so gut wie fertig. Es gibt nochmal so einen kleinen Kellerbereich. Den müssen wir uns allerdings nochmal anschauen. Der sah auch ganz interessant aus. Das ist jetzt hier die Tür zum Kellerbereich und ich hatte vorhin schon gesehen, dass die offen steht. Und ganz interessant ist das hier. Hier kam dann eine Leichenwanne rauf und konnte dann nach unten transportiert werden. Und ohne, dass ich mich hier unten jetzt schon groß auskenne, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir jetzt gleich einen Kühlraum sehen werden, wo dann die Verstorbenen temporär ja, aufbewahrt worden sind. Und so wie es aussieht, liege ich gar nicht so verkehrt. Denn wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist das hier ein Kühlhaus. Wir werfen mal einen Blick rein. Ja, genau so ist es. Das ist eine Art Kühlzelle. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Gerätschaft. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, für was das hier gut ist. Ich weiß es wirklich nicht. Und bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, Freunde, wenn ihr es wisst, haut es doch mal in die Kommentare. Und dann sind wir im Grunde genommen jetzt hier auch fertig. Da gibt es nochmal einen alten Fernseher zu sehen. Und das hier ist der Rest von einem Sarg, würde ich bald behaupten. So ist es. So, Freunde, wir sind am Ende unserer Tour angekommen und ja, was kann man zu dieser Location sagen? Eigentlich nur eines. Es ist ein sehr, sehr trauriger Ort und bitte geht vernünftig mit ihm um. Ich finde es irgendwo makaber, wenn man da Steine durch die Scheiben schmeißt oder seinen Müll dorthin wirft.
Das muss wirklich nicht sein. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.